Donnerstagabend haben die Organisatoren die Gäste zum offiziellen FFF-Fasch-Eröffnungsapero im Duo-Club empfangen. Der traditionelle Anlass bietet die Möglichkeit, die Bielerinnen und Bieler, aber auch die, die von weiter weg kommen, zu fragen, was das Festival für sie bedeutet. Der Anlass ist als französischsprachiger Kulturevent nicht aus Biel wegzudenken. Es ist jedes Jahr wieder eine Freude, da zu sein. Ich möchte Organisierenden gratulieren und hoffen, der Anlass bleibt noch ganz lang zu Biel. Es ist eine super Eigeninitiative, die wir gerne unterstützen. Es geht darum, französischsprachige und französische Filme hier in die Schweiz, speziell hier auf Biel, zu bringen. Und das nicht nur für ein welsches Publikum, sondern auch für deutschsprachige Leute. Und dann kommt noch das FFF Asch auf Reisen dazu, wo nachher im Herbst durch den Kanton Bern zieht. Für die Stadt Biel ist es natürlich ein sehr wichtiger Anlass mit einer grossen Ausstrahlung, wo viele Leute von nah und fern, kann man fast sagen, kommen, um es zu besuchen. Und es positioniert natürlich die Stadt Biel auch als bilingue, auch als frankophone Stadt, was sehr wichtig ist. Nach dem Schummerlicht im Duo machen sich die Gäste auf den Weg ins Schummerlicht vom Kino Rex. Es ist der Film «Une belle course», der das 18. FFF-Fasch offiziell eröffnet. Der Film nimmt uns mit ins Taxi von Charles, gespielt von Danny Boone. Die 92-jährige Madeleine, gespielt von Lynn Renault, hat ihn für eine Fahrt quer durch ganz Paris gerufen, um zum Altersheim zu kommen, wo ihr künftiges Daheim ist. Aber auf dem Weg dorthin bittet sie ihn, ein paar Umwege zu machen und an Orten anzuhalten, die ihr Leben geprägt haben. J'aimerais revoir mon ancien quartier. Ok. Le premier homme que j'embrassais, c'est Matt. C'était en septembre 44. Tout passe en un éclair. 76 ans après. Der Regisseur Christian Carion ist unser heutiger Gast. Que mon père me disait. Chaque colère est un coup de vieux. Chaque sourire est un coup de jeune. Christian Carion, das ist ein Film, der im 2020 gedreht werden sollte. Die Gegner müssen verschieben. Habt ihr Angst gehabt, dass ihr ihn nicht mit der Lynn Renault machen könnt, weil sie 94 ist? Ben, bien sûr qu'on a eu peur. Je me souviens très bien. Quand on a commencé à préparer le film, il y avait déjà. Ja, klar, haben wir Angst gehabt. Ich kann mich gut besinnen, wo wir angefangen, den Film vorzubereiten, sind dunkle Wolken aufgekommen. Emmanuel Macron hat in ihrer Ansprache gesagt, wir sind im Krieg. Alles steht still. Ich habe Lynn angerufen und ihr gesagt, wir können morgen und übermorgen noch nicht drehen. Sie hat gesagt, ich begreife das. Du musst aber wissen, dass die Zeit für mich nicht gleich vergeht wie für dich. Ich würde nur sagen, dass die Zeit nicht gleich vergeht wie für dich als für mich. Das ist eine gute Lektion für das Leben. Ich habe abgehängt und war traurig. Wir mussten ein Jahr warten, aber sie ist dran gehangen. Sie hatte wie ein Rendezvous mit diesem Film. Elle avait Rendezvous avec ce film. Et vous avez construit, en fait, l'histoire. Ihr habt eine Geschichte auf zwei Schienen aufgebaut. Ihr Gegenwart und ihr Vergangenheit. Aber es ist fast wie ein Theater. Es ist wie eine Tür, die zu ist. Wir sind im Auto in diesem Taxi und dann, wenn wir in die 50er Jahre zurückgehen, ist man in der Wohnung, wo die junge Madeleine gewohnt hat. Von ihr erzählt man ja Geschichte. Ist es wichtig, ganz nah bei diesen Personen zu sein? C'était important de rester très proche comme ça des personnages? Disons que, vous savez, quand on prépare un film, il y a aussi à mon nez les contraintes. Wisst ihr, wenn man einen Film macht, ist auch das Geld ein Faktor. Und 50er Jahre draussen zu rekonstruieren, das war sehr schwierig. Schlussendlich haben wir gesagt, ich habe keine Lust auf das. Ich will lieber etwas machen, das wie ein Raum ist, der für sich steht. Das Taxi ist so ein Ort, auch wenn es sich bewegt. Und die Wohnung in diesen 50er Jahren ist auch ein Raum für sich. Mir hat die Idee gefallen, zwei Filme in einem zu drehen. Ich filme die beiden Teile nicht gleich, also der Teil im Taxi in der Gegenwart und das Flashback in der Vergangenheit. La partie contemporaine dans le taxi. Que les moments de flashback. Was hat mich an diesen 50er Jahren interessiert? Pour plein de choses. D'abord, c'est les années de jeunesse de mes parents.
Es sind verschiedene Gründe. Das sind die Jahre vor der Jugend meiner Eltern. Ich wollte, dass die Leute begreifen, das gilt auf jeden Fall für Frankreich, für die Schweiz weiss ich es nicht, dass in den 50er Jahren die Frauen in Frankreich die Bewilligung vom Mann haben müssen, um zu arbeiten, für ein Arbeitsbüchlein. Das merkt man. Die 50er Jahre sind fast Urgeschichte. Es hat Zeit gebraucht. In Frankreich durften die Frauen erst in Nachkriegszeit abstimmen. Es ist ein langer Weg. Also, man muss auch Tatsachen zeigen. Ja, und es gibt noch andere Themen, die es ohne weiten Weg gebraucht hat. Und der Film redet auch von der Gewalt in der Ehe. Und wie die Frau in den 50er Jahren behandelt wird, im Gericht gibt es keine einzige Frau. Also, all das. Für mich sind die 50er Jahre auch das goldige Zeitalter des amerikanischen Kinos, von den Hollywood-Filmen. Als ich meine Flashbacks drehte, habe ich an diese Filme gedacht. Danke vielmals, Christian Guérion, für das Interview. Ich wünsche jetzt euch alles Gute mit dem Bieler Publikum. Merci vielmals. Merci beaucoup. Explosion, des fusillades et une prise d'otage, semble-t-il, à l'intérieur d'une bataille, une salle de concert. Elle est née de Bataclan. Pourquoi il décroche pas? Allô? Bruno? Il m'emmène à l'hôpital. Est-ce qu'elle était avec toi? Monsieur, quoi? Bruno? Non, non, tout est bloqué, là. Monsieur? S'il n'est pas sur la liste, ça veut dire qu'elle n'est pas ici. Je suis désolée, j'ai demandé, votre femme n'est pas non plus en réanimation. C'est vous? J'étais le médecin de Mathilde. Je me souviens du médecin, oui. Mais il était beaucoup plus jeune que vous. Ah oui, mais ça, c'est normal, c'était il y a 15 ans. Ah, mais toi, tu habites... Paris. Je viens ici pour me ressourcer. Bon, bah merci, Shona. C'était vraiment... Ouais. Vraiment, ouais. Bah oui. Ce que t'allais imaginer. Bonjour, c'est Pierre. Bonsoir, Pierre. Je te vois. D'après le protocole, nous avons 20 minutes pour la visite du camp. Que fait la chancelière? Bah, s'il y avait eu des enfants malades, elle aurait pu en prendre un dans ses bras. Il n'y a pas de drame, quoi. Bah, écoutez, ça prouve que le programme d'aide fonctionne. Non, 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 non. Più darci, più darci. Più bello, più darci. Déjà, vous ne pouvez pas vous asseoir comme ça. Danilo m'a demandé de m'asseoir, alors. Eh bah, faites comme si vous n'aviez pas compris. J'ai traduit tout Michel Houellebecq en poulard. Albert? Hey, salut! Mais qu'est-ce que tu fais là? Pardon, this is my mother, Nathalie. Mais t'aurais pu m'appeler, on se serait vu. Je pars demain pour Calais. Bah, c'est idiot! Prochaine fois?